Abschluss der dritten Bauetappe auf dem Flughafen Zürich-Kloten. Die neue Landepiste rechts oben im Bild und der Terminal B mit seinen Fingerdocks gehören zu den wichtigsten Anlagen dieser Etappe, die heute eingeweiht wurden. Ein- und Aussteigen aus dem Flugzeug werden durch die neuen Fingerdock-Anlagen stark erleichtert. Die Passagiere gelangen durch die neue Anlage direkt in die Abfertigungsräume. Im neuen Terminal B wird der Verkehr mit Übersee und Westeuropa abgewickelt. Die Koffer, die beim Check-in abgegeben werden, gelangen in die moderne Gepäcksortieranlage, die Fehlleitungen weitgehend verhindert. Der Bestimmungsort eines Gepäckstückes wird in einen Computer eingegeben. Dieser leitet den Koffer automatisch der richtigen Flugnummer zu. Die Neuerungen helfen mit, einen sicheren und reibungslosen Flugverkehr zu gewährleisten.